Moin moin liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute gibt's wieder ein Horror-Subgenre und zwar den Asia-Gruselfilm. Und es ist mir bewusst, dass das ein wirklich weites Thema ist. Deswegen ganz kurz hier schon mal, wie ich das eingrenzen möchte. Ja, diese ganzen Sachen wie Sickos, die in den 80ern aufkamen, teilweise auch schon in den 70ern und 60ern, ne, von Teru Ishii oder halt diese ganzen Sachen wie Guinea Pig, ist kein Gruselfilm. Es ist ja denn beim Torture Porn Sickos schon abgehandelt worden. Auch der so, ja, oft entscheidende Kaiju-Film ist ja kein Gruselfilm in dem Sinne, sondern hier tatsächlich vielleicht eher Creature Feature. Kommt auch noch ein eigenes Video zu. Auch die True Crime Welle, die in Hongkong denn war, anderes Thema. Hier geht es wirklich um Gruselfilme, quasi als Parallele zu dem Gothic Horror, den wir in westlichen Kulturen häufig haben. Und na, wie das sich so ein bisschen entwickelt hat. Ne? Und es geht nicht nur um J-Horror, der dann ja erst wesentlich später aufkam. Nun ja, was macht jetzt asiatische Gruselfilme aus? Kann man eigentlich gar nicht so fassen, weil ihr werdet sehen, da schon sehr verschiedene Bereiche sind, die auch zeitlich oder auch regional abhängig ja, sehr unterschiedlich waren. Nun gut, deswegen brauche ich hier gar nicht groß drüber reden, was macht den Film aus, den asiatischen Horrorfilm. Machen wir es einfach. Hier, der westliche Horrorfilm funktioniert ja auf Dingen, die kulturell bei uns so, ja, mit anerzogen sind, mit sozialisiert sind, wovor wir hier in Europa, in Amerika uns eher gruseln und Angst haben. Und natürlich gibt es Berührungspunkte, aber ja, in asiatischen Kulturen unterscheidet sich das schon alleine von der Folklore sehr stark. Und da sind wir auch schon erstmal grundlegend bei dem Ursprung, ne, des Asia-Grusels, also filmisch. Ist natürlich hier auch wieder folkloristische Überlieferungen und ähnliches. Kommt ja beim Thema Gothic-Horror und Folk-Horror in Europa oder aus Europa und Amerika ja ähnlich vor. Da liegen halt die Ursprünge und natürlich hat man sich auch teilweise daran orientiert. Filmisch die Ursprünge wirklich festzumachen, ist also für den Inhalt der Horrorfilme schwierig, denn wir haben ja auch viele Lost-Films, die aus Amerika kommen, aus Europa kommen, die aus verschiedensten Gründen, ja, wo es keinen Print mehr gibt, die ein heutiges Publikum wahrscheinlich nie sehen wird. Ne? Es sei denn, man hat irgendwo mal einen überragenden Fund. Ja, und ich habe mal geschaut, so erstmal in erster Linie aus Japan, Horrorfilme aus Japan vor 1940, da war bei der Online-Film-Datenbank, das war so eine Liste mit 4-5 Titeln, kenne ich alle nicht, ich glaube auch nicht, dass man die hier irgendwie mal so schnell sehen kann, oder dass die hier mal auf Blu-ray oder DVD rauskommen, geschweige denn in Japan, glaube ich auch nicht, dass es die da gibt. Zu den Filmen kann ich nichts sagen. Und ja, erst ab den 40ern, vor allem in den 50ern und 60ern ging das langsam los, dass wir hier dann wirklich Filme hatten. Und das, ja, ist eigentlich Ursprung und auch der erste Teil, ja, der, ich nenne es mal Evolution des Ganzen. Ja, hier, also gerade aus den 60ern habe ich dann ein paar Filme sehen können. Und ja, hier, glaube ich, eins der einschneidendsten Werke war von 1964 Quaidan. Der ist eine Horror-Anthology, die sich ja 4 Kurzgeschichten nimmt, die klassisch in der Folklore überliefert wurden in Japan. Und ja, man merkt hier schon leicht den Hang zum Weirden, zumindest für uns. Ist filmisch klasse gemacht und tatsächlich hier fast eher dieses Arthouse-Kino, anstatt richtiger Horror oder Grusel für uns. Na, ne, in einer Zeit, in der dann die Hammer-Studios voll am Dampfen waren, ist schon sehr unterschiedlich und ja, hat surreale Anleihen natürlich, ist wunderschön gefilmt, Quaidan. Vom Horror setzt es bei uns sicherlich nicht ganz so an, es resoniert nicht ganz so stark, wie es wahrscheinlich in Asien der Fall ist. Und ja, wer Horrorfilme mag, der könnte bei Quaidan sich auch denken, das ist so ein 3 Stunden, ja, weird, ne, mit weirden Anleihen, mit seltsamen Sachen, Morality-Angelegenheiten, also wo moralische Dinge mit, ja, ich sag mal, thematisch besprochen werden, was hier vielleicht, ja, nicht ganz so resoniert und nicht ganz so ankommt oder nicht ganz so, sagen wir mal, seine Wirkung entfalten kann. Und es ist ein wunderschön gemachter Film, filmisch grandios, hat einen Grund, warum da in
England zum Beispiel von Eureka in der Masters of Cinema-Reihe läuft. Vom reinen Gruselfaktor, wie gesagt, hat er bei mir jetzt auch nicht ganz so stark gewirkt. Das war wirklich mal interessant, es zu sehen. Aber man merkt auch schon, da ist eine kleine kulturelle Barriere, dass es halt nicht so seine, ja, wie gesagt, seine Wirkung hier entfalten kann. Auch noch aus den 60ern, ne, da habe ich jetzt nur drei Filme wirklich sehen können. neben Quaidan noch von Kento, hieß er, glaube ich, mit Nachnamen. Der Unibaba, die Töterin. Und den fand ich wirklich klasse. Kam ja auch hier schon eine Besprechung, ne, in Form eines Beitrags. Und ja, hier ist auch ein leicht mystischer Touch mit drin, ein bisschen was Übernatürliches mit drin. Auch sehr starker Punkt hier natürlich Moralvorstellungen, wie damit umgegangen wird, ist halt inhaltlich ein sehr großes Thema. Und ja, unterm Strich vor allem hier auch ein Stück weit Kriegsbewältigung, wie wir das ja ursprünglich beim Kaiju-Film auch hatten. Plump gesagt, es geht darum, dass hier eine Mutter mit ihrer Tochter sind im japanischen Mittelalter, ne, ist gerade Krieg, ne, ihr Mann ist ausgezogen in die Schlacht und scheinbar tot, kriegen sie dann von einem, ja, Nachbarn, der zurückkehrt, dann mit. Und was die beiden in der Zeit machen, um überhaupt überleben zu können, ja, die überfallen Samurai im Schilf, ne, versuchen sie zu verführen und töten sie dann, um ihre Harnische, Waffen und ähnliches verkaufen zu können, damit sie überhaupt überleben können. Und die Tochter verliebt sich dann, beginnt eine Affäre mit dem Freund ihres Mannes und es passt der Mutter gar nicht, weil das natürlich die Frauen auch ein Stück weit entzweit. Und ja, hier ist einerseits dieses Mystische mit, ja, übernatürlichen Anleihen und Folklore da, was hier eine Rolle spielt. Andererseits ist es eigentlich ein sehr realer Horror, was das Thema, ne, Überleben der Zivilbevölkerung im Krieg angeht und wie die Zivilbevölkerung da leidet. Ist auf jeden Fall auch hier natürlich sehr arthausy, aber ich fand den Film wirklich klasse, ist auch toll gefilmt und ja, der Gruselpart so schöner gemacht ist, auch hier wieder nicht ganz so die Resonanz, aber der Film hat genug andere Sachen, die laufen, dass er halt auch wirklich klasse ist. Muss ich sagen, Quaidan auch klasse Film. Halt als Horrorfilm hier nicht ganz so wirkungsmächtig. Ja, und Kento hat, wie gesagt, wenn er Kento hieß, ich sollte echt mal nachgucken, hat dann auch später mit Kuroneko einen, ja, ich sag mal, spirituellen Nachfolger des Ganzen gemacht. Hier werden halt zwei Frauen von auch marodierenden Samurai vergewaltigt, umgebracht und die leben danach als Fuchsgeister und versuchen auch hier immer Rache zu nehmen und Samurai zu verführen, um, ja, wie gesagt, Rache zu nehmen. Ist thematisch in sehr vielen Belangen ähnlich, ne, und auch wirklich gut gemacht, obwohl ich Unibaba ein Stück lieber mochte. Man merkt schon, es ist in den 60ern teilweise ein sehr arthausiges Kino gewesen. Und ja, auch wenn man sich nicht Horrorfilme aus der Zeit aus Japan anguckt, sind viele moralische Themen spielen eine große Rolle. Ich meine ja, selbst bei einigen der Sekos geht es oft um moralische Vorstellungen, gesellschaftliche Vorstellungen. Und wie gesagt, für den Horrorfan, der sich gruseln möchte, der erschreckt werden möchte, funktionieren diese Filme in der Hinsicht nicht, aber sie haben genug anderes, dass sie interessant sind. Welchen ich leider noch nicht gesehen habe, muss ich irgendwann nochmal nachholen von Teruo Ishii, halt hier Horrors of Malformed Men. Soll ja auch einen leicht surrealistischen Touch haben, auch sehr speziell sein und ein bisschen weird sein, der Film. Muss ich mir noch mal holen, habe ich jetzt für das Video noch nicht sehen können. Ich muss ja einiges nachholen, weil, kann ich schon mal spoilern, es ist eigentlich nicht ganz so mein Bereich, der Asia-Gruselfilm. Bin dann auch eher bei den etwas deftigeren Sachen aus Asien dabei oder halt wirklich Actionfilmen. Naja, wie gesagt, diese leicht speziellen und weirden Anleihen konnte man bei Quaidan schon erahnen. Und ja, in den 70ern wurde es denn ja in vielen Bereichen allgemein etwas greller. Hammer Studios haben ja auch dann versucht, ein bisschen poppiger in einigen Sachen zu sein. Ja, ja, aus den 70ern, also ein ganz großer Klassiker, ist natürlich, denn auch was das Weirde angeht, der Film Hausu von 1977. Und ja, hatte ich ja auch hier schon ein Review gebracht, aber das ist ein weirdes Ding.
Ich habe am Ende des Reviews auch sehr weird geschrieben, um es kurz zu machen. Ich fand den Film klasse, ist aber wirklich, ich sag mal, alles, was Leute in den 70ern teilweise hassen, dass es grell ist, dass es überdreht ist teilweise, dass es wirklich in your face ist, oh, da legt der Film richtig gut los. Ne? Die Geschichte von Haushu an sich hier auch ganz einfach, will jetzt nicht komplettes Review machen, aber haben eine junge Schülerin und ihre Mutter ist tot, ihr Vater hat jetzt eine neue Freundin und sie, als sie die kennenlernt, sie möchte die Ferien dann nicht dort verbringen, sondern möchte zu ihrer Tante mit ein paar Freundinnen. Ihre Tante ist halt nur ein Geist, ist halt ein sehr starkes Thema in der asiatischen Kultur, Geister. Ne, während wir hier eher denn Vampire haben oder ne, irgendwann auch Zombies, die uns Angst gemacht haben und so, da sind es eher wirklich klassisch die Geister. Und nicht im Sinne von Spuk, hier fliegt was durch die Gegend, sondern wirklich im Sinne von, ja, dass die Toten, sag ich mal, mit uns in Verbindung stehen. Und ja, wenn wir mit Geistern zu tun haben, es häufig ja, unerledigte Dinge gibt oder so. Ja, natürlich auch ein Motiv oder Thema, was wir in westlichen Horrorfilmen auch haben. Aber im Asiatischen doch anders ausgeprägt, das Ganze. Naja, auf jeden Fall, ihre Tante ist ein Geist. Und das Haus ist von einem Dämonen besessen. Und ja, sie braucht die Mädels, um irgendwie am Leben zu bleiben. Ganz weirde Sachen. Was denn da passiert? Von ja, trashigen Martial-Arts-Anlagen zu wirklich einer quietschbunten, ja, poppigen, fröhlichen Art, bis der Horror dann losgeht und dann frisst ein Klavier eine Person und ne, komische abgerissene Köpfe beißen Leute in den Arsch und es ist ein sehr, sehr weirder Film, aber wenn man weirden Scheiß mag, ist er ein Highlight. Ja, was wir sonst in den 70ern tatsächlich hatten, was da aufgekommen ist, ne, die Shaw Brothers waren dann ja immer mehr auf dem Vormarsch. Die haben 1974 sich mit den Hammer Studios zusammengetan und die 7 goldenen Vampire gedreht. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, aber auch so, die Shaw Brothers mussten neben den ganzen Martial Arts eben, nenne ich es mal, haben sie auch ein bisschen sich erweitert, ihr Portfolio und auch Horrorfilme wie Bloody Parrot, Seeding of a Ghost, ne, und solche Sachen mit reingenommen. Human Lanterns, das waren dann teilweise auch schon mit in die 80er. Die haben auch alle ja, sehr weirde Anleihen mit, aber tatsächlich auch immer ein bisschen diese Martial Arts Kung Fu Parts mit drin. Und das wurde in den 80ern ein Stück weit nochmal weitergedacht, weil mir fällt sonst aus den 70ern, 80ern auch nichts an asiatischen Horrorfilmen ein, die, also zumindest die ich gesehen habe und über die ich wirklich halbwegs reden kann, ne, die dann ja nochmal so einen Bruch hatten. Haushu ist halt wirklich sehr weird und eher. Ja, das, was man später vielleicht manchmal mit den Sachen verbunden, mit Asia-Kino verbindet, das ist sehr weird, überdreht und so ist, stimmt ja so auch gar nicht, aber das ist ein Eindruck, den manche Leute gerne haben. Nein, in den 80ern kam dann etwas auf, zum Beispiel durch Filme wie The Dead and the Deadly und Mr. Vampire, ne, Encounters of the Spooky Kind, ist auch nicht so ein unendlich gefülltes Subgenre des Subgenres, aber hat schon mit dem Gruselpaar zu tun und das mit diesen asiatischen Vampiren, diese Jiangshi heißen sie, glaube ich, ist ja ganz anders als hier unser westlicher Dracula-artiger Vampir. Und ja, diese Filme verbinden hier natürlich auch sehr viele Martial Arts-Szenen, also auch sehr stark Martial Arts-lastig, mit Komödie und so einem Hauch Grusel und ne, neblige Sets, ne, diese Jiangshi-Vampire. Ich hoffe, die heißen jetzt wirklich so. War mir, ist mir aber so. Irgendwie in der Richtung heißen die. Die dann halt auch, ja, vielleicht eher manchmal Comedy behaftet sind, ohne dass es zwangsläufig direkt Komödien sind. Ach, die machen Spaß, die Filme. Die machen wirklich Spaß, die Filme. Also gerade Encounters of the Spooky Kind mit Sammo Hung und Mr. Vampire fand ich einfach klasse. Ich fand die großartig, die beiden Filme. Ist aber auch hier, ja, wieder sehr speziell. Und ja, nachdem ja auch in den 60ern, 70ern schon deftige Kost aus Asien kam, in den 80ern ging, also sicherlich auch durch Europa ausgelöst, ne, mit dem Splatter-Kino, gefühlt oft das Ganze eher etwas saftigere Wege. Ja, aus den 80ern fällt mir sonst jetzt wirklich noch als asiatischer Horrorfilm zum Beispiel Tetsuo ein, aber bei Tetsuo haben wir natürlich auch hier das große Problem, das ist kein Gruselfilm, das ist wirklich Body-Horror und ja, pure weirdness.
Ne? Also im Geist von Haus so ein Stück weit. Ja, und sonst an Horrorfilmen in Asien, das Action-Kino natürlich sehr populär. Und das True-Crime-Kino aus Hongkong ist halt auch kein Gruselfilm. Die sind halt auch wirklich nicht gruselig. Die sind dann eigentlich eher verstörend und brutal. Und da reden wir in einem anderen Video drüber. Könnt auch mal drüber streiten, ob das Sickos sind. Aber ich nehme sie dann wirklich für True-Crime und Serienkiller. Aber haben hier beim Asia-Grusel auch nichts verloren. Was jetzt ein großer einschneidender Punkt war und auch das asiatische Gruselkino im Westen sehr populär gemacht hat. Wie gesagt, bisher haben wir eher über wirklich Nischeninteressen geredet von Filmliebhabern und nicht vom breiten Kino oder der breiten Mainstream-Masse, die ins Kino strömt, die sich dafür interessiert. Und ja, da ging es dann los mit Filmen wie The Ring, Dark Water, Ju-On, The Grudge oder halt auch hier von Kiyoshi Kurosawa, wenn mich gerade nicht alles täuscht, keinerlei Verbindung zu Akira Kurosawa, mit sein erster Film in der Richtung hieß, also der wirklich auch bekannter war, Cure. Und ja, Cure habe ich nicht gesehen, ähnlich wie Horrors of Malformed Men gibt es in England auf Blu-ray, wollte ich mir auch holen. Irgendwie zeitlich nie gepasst, weil dann waren sie mal wieder nicht erhältlich oder mir einfach zu teuer. Preise schwanken auch gerne mal. Ja, und da geht es wohl auch viel um Ermittlungsarbeit, ne, weil Leute tatsächlich, man hat diese seltsamen Ereignisse, ne, dass da Leute auf einmal Amok laufen und das soll, da ermittelt wohl jemand und kriegt unterm Strich viel mehr über sich raus, als tatsächlich denn über ja diese seltsamen Ereignisse. Und ja, wie gesagt, The Ring oder Ju-On brauche ich, glaube ich, hier keinem großartig erzählen, worum es geht. Was wir aber immer bei vielen J-Horror-Filmen, und das ist ja wirklich erstmal ein japanisches Phänomen gewesen, festhalten können, es geht häufig wirklich um diese Parts mit, dass wir hier einen Geist haben, der aus irgendwelchen Gründen, ja, ich sag mal, Rache übt oder Dinge tut, die Auswirkungen auf andere Leute haben. Das Blöde ist allerdings, oft steckt da eine tragische Background-Geschichte hinter. Nehmen wir hier The Ring einfach mal als Beispiel. Es hat ja einen Grund, weshalb Sadako das macht und ihr Geist hier festhängt und Dinge tut. Ja, aber wie gesagt, es geht häufig um diese tragische Background, den irgendwelche Leute, die mit diesen seltsamen Phänomenen in Berührung kommen, ja, aufdecken. Also dieser Ermittlungspart. Was wir auch häufig haben, dass Technik tatsächlich eine Rolle spielt. Ne, bei The Ring zum Beispiel das Video, bei Shutter, später aus Thailand zwar, aber ne, das, die Fotos, ne, und auch bei One Missed Call ist es, glaube ich, war es, glaube ich, ein Telefon. Ja, spielt gerne Technik auch mal eine Rolle. Und ganz, ganz entscheidender Part an der Stelle auch, was hier, glaube ich, eher auch nicht in jedem Film so ist, aber was für so dieses klischeehafte Sinnbild ist, das, was ich auch lange hatte von asiatischen Gruselfilmen, also gerade J-Horror, diese, ja, das junge Mädel, das gleiche Haut hat, lange schwarze Haare, dem Unrecht angetan wurde und das jetzt creepy Dinge tut. Ist ein Klischee, ja, kommt natürlich in vielen Filmen tatsächlich auch vor. Ist halt immer so ein Part, der bei mir auch nie wirklich gewirkt hat, weil zugegeben, die sind natürlich schon ein Stück weit creepy, hat mich aber jetzt auch nie so erschrocken wie manche Leute. Manche Leute hatten ja richtig dieses das hatte ich nie, weil ich weiß, kann es gar nicht beschreiben, warum mich das nicht so triggert wie andere. Punkt ist hier natürlich mit dem Bleichen, den schwarzen Haaren, dieses Geisterhafte, mit den starken Kontrasten auch. Das ist natürlich etwas, gerade weil Geister denn in der asiatischen Horror eine elementare Rolle einnehmen. Weshalb das Ganze da so populär war und dann wahrscheinlich auch hier rüber geschwappt ist. Bisschen ärgerlich tatsächlich an der Stelle, dass es von allem, von den meisten Filmen dann irgendwie amerikanische Remakes gab, die tatsächlich in einigen Fällen wie The Ring, Ju-On, also das The Grudge, das erste Remake, oder halt auch hier von Shutter, gar nicht mal unbedingt schlecht waren, sondern auch solide.
Aber es gab auch viele, die einfach nur unnötig waren. Wie häufig bei amerikanischen Remakes von Filmen, die nicht aus Amerika kommen. Aber gut. Ja, der J-Horror, da gibt es tonnenweise Filme, die in dem Zuge entstanden sind. Viele davon habe ich nicht gesehen, weil es nie ganz so mein Bereich war. Hier noch einer, Uzumaki zum Beispiel, auch sehr weirder Film. Gab es auch noch so schöne Sachen wie Gemini. Die habe ich damals tatsächlich alle gesehen. Das war aber auch wirklich immer so ein bisschen weird, ist das Ganze schon. Ja, und da kamen natürlich dann andere Länder auch auf den Trichter, dass man das so auch mit umsetzen kann, mit eher eigenen Ideen. Ne? Da hatten wir zum Beispiel aus Korea Fluch der zwei Schwestern. Auch hier natürlich sehr psychologisch geprägter Horror und ja, auch durchaus ein sehr gelungener Asia-Gruselfilm, auch wenn ich jetzt für mich das Ganze nicht so ein Meisterwerk war wie für andere. Shutter fand ich zum Beispiel, wie gesagt, aus Thailand sehr schön, mit den Bildern, wie das eingebaut wurde. Natürlich auch hier klassisch wieder eine Vision, Geister, tragische Backstory, aber der hat mich irgendwo am meisten noch mitgenommen von den Filmen, also dass ich ihn am besten fand. Auch wenn vielleicht auf dem Papier andere unterm Strich sogar besser sind. Der hat mir aber persönlich am besten mitgefallen aus diesem Bereich. Nun gut. Ja, und was danach denn so weiterging, ja, sind wir ganz ehrlich, was den Gruselfilm angeht, ist mir da vieles gar nicht mehr so bewusst. Ich weiß, dass natürlich viele Leute auch noch aktiv Filme in dem Bereich gedreht haben, habe ich aber nie so verfolgt. Auch weil zum Beispiel ein Film, der nicht ganz so klischeebehaftet ist wie einige andere, auch hier wieder von Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa, Pulse, heißt in Deutschland, glaube ich, Kairo, oder in vielen westlichen Ländern. Ja, dann, ja. Gut, was da aber weiterkam, ja. Ich bin ehrlich, der asiatische Horrorfilm hat sich dann auch wieder eher westlicheren Sehgewohnheiten angepasst. Und es gab dann diese japanischen Trash-Splatter-Filme mit viel Body-Horror drin, eine Machine Girl, Tokyo Gopolis, das ist aber auch wieder alles kein Grusel. Und wirklich eher Trash und Splatter und Body-Horror. Ja, und natürlich so andere Sachen, die ja wirklich sich eher anderen Genres zuwidmen als wirklich diesem Gruselfilm. Ja, weil sowas wie Train to Busan, One Cut of the Dead, das sind Zombie-Filme oder das sind halt, Trash-Zombie-Filme und Komödien. Puh, im klassischen Grusel- und Horrorbereich, was mir jetzt spontan noch so einfällt, sind dann natürlich so eine Sachen wie The Wailing oder jetzt habe ich auch das Mediabook, da war ja Shutter auch mit drin, The Medium aus Thailand, ne, The Wailing aus Südkorea. Das sind allerdings dann häufig auch eher Filme, die schon diesen Gruselpart mit drin haben, aber ein bisschen vom J-Horror weggehen und mehr wieder in Richtung bisschen diese Folklore mit einbauen, ne, mit regionalem Aberglauben und regionalen Riten und Besessenheit und sowas. Und ja, das ist interessant, vor allem weil, ne, also nehmen wir jetzt gerade mal The Wailing im Vergleich zu Der Exorzist zum Beispiel. Es ist ein ähnliches Grundthema an vielen Punkten. Wie denn zum Beispiel exorziert wird, das ist natürlich ganz anders. Und das macht es auch schon wieder sehr interessant. Und ich habe das Gefühl, diese folkloristischen Einschläge und diese traditionellen Einschläge, die tun dem Genre auch durchaus gut, weil es dann halt nicht immer nur die blassen, bleichen Mädels sind mit einem tragischen Background, sondern ja, hier noch ein bisschen mehr Pfiff reinkommt. Ja, aber deswegen, The Wailing war auch interessant, hat mich auch nicht komplett umgehauen, dafür war er zu lang, hat auch zu viele andere Elemente mit drin, die dann auch wieder typisch asiatisch sind, mich bei einem Horrorfilm auch manchmal etwas stören. Naja, deswegen, also so klassische Asia-Grusler fallen mir da jetzt wenige ein, die dann ja in den letzten paar Jahren entstanden sind. Da muss das Editorial nochmal kurz rein. Fupp. Und zwar gab es natürlich in den letzten paar Jahren auch ein paar interessante Filme in dem Bereich. Das kommt halt davon, wenn man sich keine Notizen macht und das Video in einem durchdreht. Ja, und zwar aus Taiwan kam ja auch einiges noch an Asia-Gruselern, zum Beispiel die beiden Tag-Along-Filme. Gibt es wohl auch einen dritten, den habe ich noch nicht gesehen. Ich werde hier von Licht geärgert. Und vor allen Dingen hier auch aus Taiwan sehr interessant Detention.
Ne? Und zwar jetzt, da gibt es auch einen 2011er aus Amerika, den nicht, sondern der 2019 aus Taiwan, der eine Verfilmung des Videospiels Detention ist. Und ja, das waren auch noch tatsächlich etwas jüngere Asia-Grusler aus Taiwan, die auf jeden Fall nicht uninteressant sind. Die beiden Tag-Along-Filme sind soweit ganz cool. Detention fand ich persönlich sogar richtig, richtig stark. Aber dazu nachher auch nochmal kurz was. War wieder welche, aber naja. Und ja, diese ganzen Netflix-Produktionen, zum Beispiel Novo Timo Tianto, zum Beispiel häufig auch seine Finger mit im Spiel hat, die habe ich noch nicht gesehen. Geht hier auch wieder wirklich geisterbesessenen Horror. Ne? Und habe ich halt noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Ist aber auch nicht so der klassische J-Horror, so wie ich das mitgekriegt habe anhand der Trailer, sondern wirklich wieder ein bisschen mehr in die Richtung, ne? Ja, das Ganze ein bisschen moderner aufzupeppen, nochmal ein bisschen mehr Jumpscares und weniger Subtilität, als das muss man im J-Horror tatsächlich lassen. Ja, der ist häufig erstmal subtil und dann kommen die, ne, im starken Kontrast die Jumpscares. Ich glaube, das ist dann auch, so wie ich es an Trailern erahnen kann, ein Jumpscare-lastiger. Ja, man merkt aber schon, ein großes Problem ist, je nachdem, in welches Land man guckt und zu welcher Zeit man guckt, ist das, was ja man als Asia-Grusel zusammenfassen kann, sehr facettenreich. Ist ja, sind wir ehrlich, beim Horrorfilm im Westen auch nicht groß anders. Aber wie gesagt, schon interessant das Ganze. Aber, das ist jetzt mein Take, wie sehr es mich abgeholt hat, variiert halt sehr, sehr stark. Die arthausigen Sachen aus den 60ern, als Beispiel jetzt, finde ich sehr interessant, als, aber nicht unbedingt als Horrorfilme, sondern wirklich eher als Arthouse-Filme. Aus den 70ern von Shaw Brothers, ich mag Shaw Brothers halt und diese Kombination dann auch mit Martial Arts-Einlagen, ich mag es einfach. Ist aber sicherlich auch nicht für jedermann. Die denken dann auch, ich brauche in meinem Horror kein Kung-Fu oder keine Martial Arts. Hauso ist nochmal so ein Spezialfall. Ja. Und ja, in den 80ern, diese Kung-Fu-Vampir-Filmchen, ich finde die klasse, ist aber sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Das sind so diese Sachen, die ich dann wirklich mag, aber wie gesagt, das hat dann eher auch mit dem Arthouse und den intellektuellen Themen, die angesprochen werden, zu tun. Während es bei den anderen Sachen dann einfach auch der Martial Arts Part ist, der dann Spaß macht. Der klassische J-Horror, den viele hier halt auch kennen, hat mich nie so abgeholt. Ne? Ich fand keinen der Filme beschissen, um Gottes Willen. Sie haben mich einfach nur nicht so abgeholt und ich konnte den Hype nie ganz nachvollziehen. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich nie so intensiv mit dem Thema befasst habe und hier natürlich dann auch mich sehr auf das stürzen muss, was ich gesehen habe. Mir vielleicht auch manchmal ein paar Vergleichswerte fehlen, muss man ganz ehrlich sein. Es ist eine sehr subtile Art Horror, die wir da in den J-Horror-Filmen teilweise haben. Wie gesagt, arbeitet stark mit Kontrasten, mit der Ermittlungsarbeit, sehr nüchtern, realistisch, der dramatische Background, ne, des Geistes häufig, der spielt eine Rolle, ist aber an vielen Stellen auch erstmal ein sehr subtiler, schleichender Grusel, der sich dann in ein paar wenigen Jumpscares entlädt. Und gut, Jumpscares finde ich persönlich oft eher so ein bisschen, es war laut. deswegen erschrickt man sich ja meistens, weil es einfach so laut ist. Ne? Dieser Part, dieser J-Horror-Part, der so populär ist, das war nie meins. Und deswegen, da gab es wenige Filme, die mich wirklich, wirklich gefesselt haben. Interessant sind viele davon, mir fällt auch tatsächlich keine große Gurke ein, aber es ist mir manchmal vielleicht zu subtil und schleichend gewesen. Und da mag ich denn das bei klassischen älteren Filmen lieber. Naja, was natürlich auch noch immer ein großes Thema bei diesen Filmen spielt, ist das, und das finde ich eigentlich auch erstmal sehr positiv, dass das wie genau gar nicht so geklärt wird. Ne? Da sind wir ja, muss man auch sagen, im Westen häufig besessen davon, wie funktioniert es. Und das nehmen wir jetzt The Ring als Beispiel. Ja, da ist ein Geist und weshalb das mit dem Video so genau funktioniert, das muss auch gar nicht erklärt werden. Das würde es ja etwas entmystifizieren. Auch bei Shutter zum Beispiel, weil ich den jetzt vor kurzem erst gesehen habe und den halt auch wirklich mochte, es muss da gar nicht genau alles erklärt werden.
manchmal ist es besser, Sachen unerklärt zu lassen. Und das mag ich auch beim asiatischen Horrorfilm oder dem Asia-Gruselern häufig. Es muss nicht erklärt werden. Es ist, manche Sachen sind halt einfach so. Und da könnte man jetzt auch das darauf schieben, dass grundlegend, denke ich mal, viele asiatische Länder kulturell spiritueller drauf sind als wir im Westen. Und das macht die Filme auch schon wieder charmant. Man erklärt es nicht und alles und dadurch versumpft man sich nicht in so einen Schwachfug, was wir im Westen gerne haben. Ne? Bei manchen Filmen kennen wir alle, ne? Der Film funktioniert und dann wird es erklärt und dann wird es dumm. Das haben wir bei asiatischen Gruselern zum Glück nicht so. Naja, was ich jetzt an der Stelle tatsächlich auch noch ein bisschen ausgeklammert hatte, waren Anime-Horror, nicht mal Filme, sondern die Anime-Horror-Serien. Wäre auch nochmal ein Thema für sich. Weil Animationshorror gibt es auch nicht so unendlich viel, aber ne, bei Animes, ne, ich nehme die jetzt mal tatsächlich, weil die oft nach ähnlichen Mustern funktionieren, würde ich jetzt mal in den Empfehlungen mit reinnehmen. Deswegen, bei den Empfehlungen, klare Angelegenheit, wer ein bisschen was für Arthouse-Kino übrig hat und ich sag mal, sich nicht unbedingt so gruseln muss, sondern wirklich den Arthouse-Part im Vordergrund auch gerne mal sieht, bei einem Horrorfilm, dem kann ich definitiv, wie gesagt, aus den 60ern empfehlen, Kwaidan, Onibaba und Kuroneko. Schöne Filme, wie gesagt, aber eher, wenn man nicht, wenn man sich gruseln möchte oder Horror haben möchte, sondern wirklich eher für den Arthouse-Part. Was das Thema Martial Arts und Kung-Fu-Horror angeht, der auch durchaus beliebt ist, ne, bei einigen, wer sowas mag, definitiv Encounters of the Deadly Kind, Spooky Kind, Gottes Willen. Encounters of the Spooky Kind, Mr. Vampire, ne, weil die sind einfach fantastisch. Ja, und wer J-Horror mag, ja gut, da Empfehlung. Wie gesagt, Shutter mochte ich. Das Ding ist aber auch hier The Ring, Ju-On und so, die waren ja alle nicht schlecht, aber nicht hundertprozentig meins. Deswegen würde ich hier Shutter wirklich nochmal empfehlen, weil ich glaube, aus Thailand, weil von 2004, ne, weil den nicht jeder zwangsläufig kennt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Na, und sonst, ja, ich habe es ja schon vorhin im Editorial, also hier so reinschneiden, nochmal kacke dreist gesagt, dieses Licht, das nervt. Eine Empfehlung ist tatsächlich auch noch Detention. Und ja, bei dem geht es darum, spielt während des Weißen Terrors in Taiwan, also als Taiwan nicht sonderlich demokratisch war, sondern wirklich sehr strikt antikommunistisch. Und ja, spielt hier sehr viel mit dem Thema Politik, ne, der Zeit an sich, aber natürlich auch, wie gesagt, mit richtigem Asia-Grusel. Ne, geht für Fans von Animes oder Live-Action-Verfilmung auch so ein bisschen in Richtung Korpsparty, ohne ganz so blutig zu sein. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Horrordrama, das, wenn ihr die Chance habt, das zu sehen, ich definitiv empfehlen kann. So, das war das letzte Editorial. Weiter geht's. Warnungen muss ich keine groß rausgeben, weil ne, von dem, was ich zumindest gesehen habe, eine gewisse Mindestqualität ist immer gewahrt, auch wenn die Filme mich nicht alle oder viele nicht komplett abgeholt haben. Was Horror-Animes angeht, weil wie gesagt, funktionieren oft nach ähnlichen Mechaniken oder Mechanismen, definitiv ganz, ganz, ganz große Empfehlung würde ich hier tatsächlich für Another rausgeben. Na, also auch wenn man an sich vielleicht nicht mit Anime viel anfangen kann, wer Horror mag, Another hat es alles. Ne? Was Mystisches. Na, wirklich Horrorparts. Sogar Gewalt ist mit drin. Fehlt mir manchmal auch so ein bisschen bei asiatischen Horrorfilmen manchmal dieser gewalttätige Part, bei den Gruselern. Kann auch durchaus ein gruseliger Film sein mit Gewalt. Ne? Und das sind dann immer die plakativen Effekte, die mich ansprechen, die häufig denn nicht so vorkamen. Aber Another hat das alles. Und wie gesagt, die 12 Folgen, guckt es euch an. Das ist wirklich absolut geiler Anime und für Horrorfans Pflichtlektüre, sage ich mal. Ne? Weitere Horror-Anime ist aber auch hier wieder weniger eine Warnung. Es ist auch wieder eher ein... wurde für mich dem Hype nicht ganz gerecht, ist Higurashi. Und das ist wieder sehr, sehr weird an vielen Stellen. Außerdem um sich Higurashi, also guckt es im Stream, gibt es ja legal, weil, sind wir ganz ehrlich, sich das auf Blu-ray zu holen, zumindest aus Deutschland,
Da muss man sehr viel Geld haben. Nicht, weil es out of print ist, sondern weil es die Dinger nur in Steelbooks gibt. Und das Blöde ist hier auch einfach bei Higurashi ganz wichtig, wenn sich jemand den angucken möchte. Geht hier nämlich auch um mysteriöse Mordfälle und Zeitloops und ähnliches. Man muss tatsächlich Higurashi und Higurashi, also die zweite Staffel, Kai war es, glaube ich. Kamakai, das... Naja, man sollte sich auf jeden Fall wirklich die ersten beiden Staffeln angucken, weil erst am Ende der zweiten Staffel hat man wirklich alles geblickt. Naja, gut, bin ich an der Stelle durch mit dem Thema Asia-Horror. Wie gesagt, ich bin kein großer Experte, was Asia-Grusel angeht. Ich mag eher die deftigeren Sachen oder die Actionfilme und ähnliches aus Asien. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch einen soliden Einblick geben konnte. Nur vielleicht auch ein paar nette Anregungen, was man mal schauen könnte. Und ja, haut mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Subgenre findet. Gerne auch ein paar Filmempfehlungen. Ich bin ja immer offen dafür. Gerne auch, was ihr von den Empfehlungen, die ich gegeben habe, oder von den Filmen, die ich erwähnt habe, was ihr davon haltet. Ist ja auch immer sehr interessant, ob man da allein auf weiter Flur steht oder hier nur von böhmischen Dörfern geredet hat. Und ansonsten, hoffe, ihr hattet Spaß. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.